Grüße dich. Heute möchte ich mit dir einen Teich bauen. Und nicht irgendein Teich, sondern ein Teich für den Balkon oder für die Terrasse. Und nein, keine Angst, wir müssen jetzt keine Löcher in unseren Terrassenboden bohren oder Balkonboden. Das geht ja theoretisch gar nicht oder praktisch. Ich habe mir jetzt hier so ein Gefäß besorgt und mein Plan ist es, dieses Gefäß komplett einmal mit Holz zu umbauen und dann auf die Terrasse zu stellen oder auf den Balkon. Und dafür nehme ich solche Profilbretter für die Außenfassade. Das Ganze nennt sich hier beispielsweise Skyline Kontrast von den Holzwerken Ladenburger. Das heißt, das Ganze soll den kleinen Gartenteich ummanteln. Das ist heimische Lärche im Übrigen. Einen Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wir fangen jetzt an und bauen uns erstmal ein Grundgerüst. Ich habe mir jetzt aus Douglasien Dachlatten erstmal die Höhe zugesägt. Das heißt, überall dort, wo ein Pfosten ist, das Ganze wird gleich miteinander verbunden. Ich werde jetzt hier einmal links und rechts eine Querstrebe machen und dann werde ich erstmal so einen Rahmen bauen, ne? Damit wir dann die Profilbretter hier außen befestigen können. Meine Idee ist einfach, beispielsweise das jetzt hier miteinander zu verbinden. Dann schneiden wir hier eine Gradzahl ran, hier eine Gradzahl, dann arbeiten wir uns so herum. Und zwischen den einzelnen Gärungen lassen wir einfach eine Fuge von 5 mm. Das heißt, es muss nicht so exakt sein. Und der Trick mit der Dehnungsfuge ist wirklich sehr gut, wie ihr sehen könnt. Fällt gar nicht auf. Jetzt müssen wir das letzte Brett nochmal auf Breite sägen. Und festschrauben. Und was ihr davor gesehen habt, war ein Vorbohrer und Senker. Richtig, richtig praktisch. So, das Ganze ist wirklich ziemlich groß geworden und mächtig. Und ich hatte ja am Anfang des Videos eingeblendet gehabt, dass das Ganze ein kleines Schaufenster hat. Dieses zeichnen wir uns jetzt an. Und das machen wir natürlich mit einem weißen Marker. Und machen das, ja, so ungefähr ein bisschen kleiner schneiden. Wir können ja nachhinein noch immer ein bisschen mehr wegschneiden. Das heißt, ich lasse jetzt ringsherum, rechne ich ein bisschen Luft mit rein. Das heißt, das Loch wird ein bisschen kleiner, so dass ich dann später nochmal was nachschneiden kann. Aber das exakte Maß zeichnen wir uns dann an unserer Verkleidung an. Das ist ganz wichtig, dass wir wirklich auf einen Millimeter genau das Ganze anzeichnen. Und dazu nutze ich hier diesen Anschlagwinkel. Kann man auch als Streichmaß verwenden. Die Umrandung solltet ihr nicht unterschätzen. Die ist wirklich sehr, sehr schwer. Und hier müsst ihr wirklich sehr, sehr genau arbeiten. Wie gesagt, das Ganze wird nachher haucheng sein. Und jetzt könnt ihr nochmal die Dimension sehen, wie groß das Ganze ist und vor allem wie schwer. Also man sollte das Ganze nicht unterschätzen. Wir hatten nämlich anfangs überlegt gehabt, ob wir nochmal ein, zwei Sitzflächen oder Stufen ranbringen, aber dafür haben wir uns dann dagegen entschieden. Jetzt schneiden wir nochmal die Öffnung für unser Aquarium raus. Wie gesagt, lasst ein bisschen mehr stehen, wir können das Ganze nachher noch anpassen. Und danach erfolgt die Schutzlasur. Und dafür verwende ich eine Holzschutzlasur von Duplicolor. Die ist transparent, gibt es aber auch in anderen Farben, also beziehungsweise anderen Farbtönen. Das Ganze habe ich jetzt zweimal aufgetragen. Vergisst bitte einen Mundschutz nicht oder Atemschutz und Handschuhe. Holzschutzlasur von Duplicolor kann ich euch echt empfehlen. Das Ganze geht echt schnell, ist eine Grundierung in eine Schutzlasur in ein. Ich habe das Ganze jetzt zweimal aufgetragen. Wir lassen das trocknen und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um das Schaufenster. Denn, ihr habt ja gesehen, ich habe das Ganze ausgeschnitten. Dafür verwende ich Acrylglas, fertig zugeschnitten vom Plattenzuschnitt 24. Und das Besondere daran, die Kanten sind schon geschliffen und diamantpoliert. Also so, dass du quasi durchgucken kannst. Und das Ganze verkleben wir. Darüber gibt es ein extra Video. Das werde ich hier oben im Eck oder unten in der Videobeschreibung verlinken. Da habe ich ein Tischaquarium gebaut. Und da gehe ich ganz genau darauf ein, wie ich das Ganze verklebe, was für einen Kleber du brauchst, wie du das dicht bekommst.
kommst und so weiter und so fort. Aber für euch gibt es auch was ganz Besonderes, und zwar bei Plattenzuschnitt 1020 gibt es einen Rabattcode, findest du auch unten in der Videobeschreibung. Dort bekommst du Plattenmaterialien, unter anderem Acrylglas, Zylinderrohre, beispielsweise hier für meine Absauganlage, die demnächst kommen wird, Multiplex, Siebdruckplatten und so weiter und so fort. Und für alle, die es noch nicht wissen, es gibt auch dort den Kunde des Monats. Dort kannst du den ersten und zweiten und dritten Platz belegen und bekommst sogar eine Vergütung. Alle Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit um die Umrandung hier, besser gesagt um den Kranz, und wir haben jetzt hier verschiedene Winkel und das Ganze nehme ich hier mit diesem Tool ab und säge jetzt alles quasi Stück für Stück zu. Ist eigentlich ganz, ganz einfach, ne? Ihr gebt bei, best nehmt ihr den Teichport raus, dann könnt ihr das Ganze auch besser ansetzen. So, fixiert euch das Ganze und dann können wir uns den Winkel quasi auf der Kappumkehrungssäge übertragen. Wie ihr sehen könnt, bin ich so ein bisschen von abgewichen. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen mit Federzwingen fixiert und werde das Ganze jetzt mit einer Flachdübelfräse verbinden. Das heißt, ihr markiert euch einfach die Mitte jetzt überall einmal, also so grob angepeilt, und nummeriert euch das am besten. Also ich nehme jetzt immer eine Ecke, fräse die und lege die wieder hin, damit ich auch ja nichts irgendwie durcheinander bringe. Und mit einer Flachdübelfräse verwendet man solchen kleine Flachdübel, und die haben auch einen besonderen Namen von einem Erfinder. Wenn du wisst oder wenn du den Namen weißt, dann schreibe ich mal unten in die Kommentare. Das Ganze ist eigentlich ganz, ganz einfach. Es gibt hier so einen besonderen Aufsatz, den könnt ihr euch beispielsweise an einen Winkelschleifer anschließen oder handschrauben. Der ist von Wolfkraft und damit kannst du dann die flachen Dübel reinfräsen. So eine Flachdübelfräse ist wirklich genial. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr natürlich auch zwei, drei Fräsungen nebeneinander legen und dann seid ihr ein bisschen variabel mit den Flachdübel. Und ich bin jetzt am Überlegen, da ein Kinderbett ansteht mit ganz, ganz vielen dünnen, flachen Streben, ob ich mir eine Dominofräse zulegen soll oder eine Dübelfräse. Ja, es gibt eine Dübelfräse, die war vor der Dominofräse da. Ich bin ein bisschen unschlüssig, denn es gibt leider nicht zu viele Hersteller von solchen Dübelfräsen oder ich habe sie nicht gefunden. Vielleicht hast du dir damit schon die ein oder andere Erfahrung sammeln können. Jedenfalls ist das schnell, es ist unsichtbar, diese Flachdübelfräse hier, und es ist einfach ja unschlagbar, günstig. Dieser Aufsatz von Wolfkraft liegt, glaube ich, bei, ich weiß es nicht, 50 Euro. Im Anschluss dübeln wir das Ganze, dafür nehme ich auch eine passende Bohrlehre von Wolfkraft. Das heißt, wir können den Kranz dann oben mit dementsprechenden Dübeln festsetzen. Und das Gegenloch übertrage ich mir hier mit solchen Markierern. Die werden reingesetzt, dann drücke ich das Ganze einmal fest und dann habe ich mir quasi das Bohrloch übertragen und kann das Ganze dann später bohren und dann mit einem Dübel verbinden. Und jetzt kommen wir zur Hochzeit quasi. Wir setzen das Aquarium ein. Wie gesagt, darauf bin ich nicht so eingegangen. Es gibt ein extra Video, wie du das Ganze bauen kannst. Ganz, ganz simpel. Das Ganze passt auch, geht wirklich knirscheng rein. Und das Verkleben mit dem Becken habe ich jetzt nicht gezeigt, weil das war gar nicht so einfach. Was ich euch aber zeige, ist jetzt, dass ihr das Ganze ausschäumen könnt. Ich nehme jetzt hier Bauschaum, da der Teich ja draußen stehen soll und der soll ja auch überwintern, habe ich das Ganze gedämmt. Und ihr braucht vielleicht 4 Dosen. Ich habe jetzt 12 verwendet und das war ein bisschen zu viel. Also sind noch ein paar übrig geblieben. Also das Ganze quillt auch raus. Man sollte das Ganze nicht unterschätzen. Und damit der Teich nicht kippt, beziehungsweise damit das Wasser nicht kippt oder schlecht wird, habe ich mich für ein Wasserfall-Außenfilterlage entschieden. Das ist ein ganz, ganz einfaches System. Das befüllst du mit Kies, mit unterschiedlichen Größen und mit Filtermaterial, werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie auch die passende Pumpe. Und dadurch hast du quasi einen kleinen Außenfilter erschaffen. Das reicht für diese Teichgröße wirklich aus. Und ja, zum Thema Pflanzen, darüber gibt es ein extra Video. Also wer unseren kleinen Teich oder Vorteich kennt, das war ein Weinfass, das ist förmlich mit Pflanzen explodiert. Das werde ich dir mal hier am Ende des Videos nochmal verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Da gehen wir mehr auf Pflanzenkunde ein. Und das Verkleben vom Aquarium mit dem Teichbecken, das war gar nicht so einfach. Wir haben jetzt einen Vorteil, da wir das Ganze mit Bauschaum ausgeschäumt haben,
bleibt das Ganze auch so. Ihr müsst bedenken, dass so ein Teich, wenn man jetzt Wasser einfüllt, normalerweise wäre ringsherum Erde, dann würde das Teich oder das Becken gegen die Erde drücken und so drückt es jetzt gegen den Bauschaum. Das Ganze bleibt in Form und das ist auch ganz, ganz wichtig für so ein Aquariumbecken. Wenn ihr das nicht habt, kann es durchaus sein, dass das Wasser das Becken verformt und dadurch kann die Verklebung vom Aquarium zum Becken reißen. Ich habe jetzt hier Aquaristik-Silikon verwendet und das wirklich nicht zu knapp. Ich habe 1 Zentimeter große Fuge ringsherum gezogen, das Ganze trocknen lassen, geprüft und wieder nachgezogen. Ich werde dir das Silikon mal unten in der Videobeschreibung verlinken und ich hoffe, dir hat dieses Video großen Spaß gemacht und hat dich animiert zum Nachbauen.